ist jetzt folgendermaßen. Wir sitzen jetzt hier noch nebeneinander, aber gleich wird jetzt einer hier sitzen und einer auf dem Sofa da gegenüber und dann tauschen wir. Und hinter uns, also hinter uns beiden jetzt, ist eine Bühne, die wird dann so aufgehen. Okay. Und derjenige, der da drüben sitzt, der sieht ja, was auf der Bühne ist. Und das muss er dann beschreiben, einfach nur beschreiben. Nur beschreiben. Und der, der hier sitzt, der muss dann ganz genau in die Augen schauen und sagen, sieht der das da gerade wirklich? Wirklich? Oder sieht der eigentlich nur ein Fragezeichen? Ah. Und denkt sich das, was da auf der Bühne sein soll, eigentlich nur aus. Aha. Vielleicht sehe ich was, was du nicht siehst. Ne? Aha. Weißt du, was ich meine? Und dann muss ich entscheiden, ob das wirklich ist. Lüge ich und denke ich mir das gerade aus? Okay. Oder ist das wirklich zu sehen? Also meine Antwort wäre, du lügst, also dramatisch, du lügst. Oder... Ja, du kannst, genau, du kannst da so viel... Du kannst da so viel Theatralik reinlegen, wie du denkst, dass es gut ist für dein Image. Sag das nicht. Ja. Du lügst oder... Genau, du kannst da so, du kannst da so dein Ding machen und ich... Ich mach mein Ding. Ich sag jetzt gleich, dass der Vorhang aufgeht und dann gucken wir mal. Okay, ja? So gespannt. Also, da ist eine Frau, die spielt Harfe. Und die hat statt, also die hat Würste statt Fingern, also Bock, die spielt mit Bockwurstfingern, also wirklichen Würsten, spielt sie Harfe. Und da gibt es einen Mann, der in einer Froschposition sitzt und einen Zylinder auf hat und ein Smoking anhat und den Mond anheult, ansingt. Die Frau, die hat ein Hochzeitskleid an, das ist ein Ehepaar, glaube ich. Also die haben entweder gerade geheiratet oder haben es noch vor. Ja, da haben sich zwei gefunden, nehme ich mal an. ja, das ist das, was ich sehe. Der Mann sitzt in so einer Art, ich glaube, früher nannte man das Russenhocke. jetzt geht er weg. Jetzt geht was hat die Frau in die Finger nochmal? Würste, Bockwürste, so Wiener Würstchen. Jetzt geht der Mann raus und jetzt ist die Frau aus dem Borkum-Video, die also das Borkum-Lied gesungen hat. Also ich nehme mal an, das ist sogar die echte Frau, die das Borkum-Lied gesungen hat, über das ich mich jetzt, gibt's also für mich eine unangenehme Diskussion nach der Sendung, nehme ich mal an, dass ich also mit der ein Gespräch führen würde über Grenzen der Selbstironie. Ich wollte eigentlich sagen, dass du lügst, aber dein Gesichtsausdruck gibt mir das Gefühl, dass du erzählst die Wahrheit. Darf ich gucken? Du kannst gucken, ja. es ist so. Ich gehe mal kurz hin und frage. Sagen Sie, hallo erstmal. Moin. Moin, also Sie begrüßen mich sehr norddeutsch. Das heißt, es handelt sich vermutlich um die echte Piratenfrau aus Borkum. Ja, kannst auch gerne du zu mir sagen. Ja, wie heißt du denn? Ich bin Alexia oder auch Alexine, eingenordet. Ja. Und wenn ich darf, ich muss erstmal diesen Mottenpfiffi hier abmachen. Ja, ja, danke schön. Ah, sehr gut. Ach, Strandpiratin, sehr gut, ja. Und du bist... wie sie lebt und lebt. Ja, also wir haben uns ja praktisch aus der Ferne kennengelernt, indem ich also bei TikTok das Video entdeckt habe. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt, weißt du das? Ja, aber war witzig, ne? Gut, ja, so, dann danke für den Besuch, wir sehen uns später noch, ja? Vielen herzlichen Dank, ja? Dankeschön, so. Hab ich doch gut gemacht, oder? Gut gemacht. So, dann muss ich einmal darüber sitzen. So. Das ist ein so ähnlich wie ich gebauter Mann oben, der erklärt, ein alter Mann, der einen Cocktail trinkt, der String Theory, die wir alle schon kennen auswendig, und der dabei zeigte sein alle Muskeln und gleichzeitig, der ist mediocre gebaut im Vergleich mit dir. Und der ältere Mann hat einen Anzug und er nickt die ganze Zeit und er findet, ich glaube, der erklärt halt die String Theory mit seinen Muskeln. Okay, so.
kann man das auch machen. Und ja, also ganz einfach. Und die ältere Mann, der guckt immer mit nickend ganz viel Alkohol in diese Cocktail. That's also, es group. Ist also es ist super wirr, was du da erzählst. Das jetzt mal zur einen Seite. Weil ich auch nur die Hälfte verstanden habe, ehrlich gesagt. Also es war wenig so, als wenn Jorge González mir was erklärt. Hey. Aber aufpassen mit der Stock. Okay. Fünf. Aber ich glaube trotzdem, dass das stimmt. Darf ich schon? Schauen? Bitte. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. So, komm, nächste Runde. Gabi, halt die Fresse. So, was ich sehe, ist eine, ja, ich nenne es mal alltägliche Bürosituation. Aber mit einem kleinen Unterschied. Denn wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, es ist ein Herr, der eigentlich aussieht wie ein normaler Büromitarbeiter. Aber er hat keine, Akten, die er da einsortiert, sondern er locht Sachen und tut die in Aktenordner. Locht? Er locht, also er macht Löcher praktisch, also mit einem Locher macht er Löcher in, aber nicht in Blätter, wie man das normalerweise machen will, sondern er locht Käse. Er locht Käse und Salami. Also das ist Holländer. Und er heftet das ab in, ne, weiß ich nicht, unspezifisch könnte Holländer sein, hat jetzt aber keine, hat jetzt keine Holzschuhe oder an oder irgendwie eine, Tulpen in der Hand oder so. Also ich weiß nicht, ob er Holländer ist, ehrlich gesagt, er hat keinen Wohnwagen dabei, nichts. Ja, er locht Käse und Salami und wie ich das sehen kann, vielleicht auch Schinken. Und jetzt heftet er ab und stellt das in ein Regal mit der Aufschrift Käse, Schinken, Salami 2023. So, das passiert. Mehr passiert nicht. Und das macht er. Er macht so eine Art Salami-Abrechnung oder was. Oder Käse-Steuererklärung. Aber Käse-Erklärung. Ja, aber 23. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade in den Oberetage in deinem Gehirn gerade. Ja. Und so in der Fantasiebereich. Und dann denke ich, dass du lügst gerade. Ich frage mich die ganze Zeit, welcher meiner Mitarbeiter das Fragezeichen-Kostüm anhat. Yeah! Noch eine Runde noch. Eine Runde spielen wir noch. Ist es ein Fragezeichen? Nein, es ist ein älterer Mann, der isst eine Käsekuchen und scheucht eine 2 Meter große Fliege weg. Oder Hummel? Nee. Aber es wird jetzt aggressiv. Also jetzt kämpft der Fliege zurück sozusagen. Und der hat in seine Käsekuchen, der hat einen SWAT, den Flieger hat er, das ist aber ungefähr so groß wie sein kleinen Finger. SWAT heißt Fliegenklatsche, ne? Fliegenklatsche, ja. Fliegenklatsche ist ungefähr so groß wie. Also ich denke, du, war das nicht egal? Ja. Ja. Ich glaube trotzdem, ich glaube, es ist ein Fragezeichen mit ein bisschen geklimpert. Ich glaube, es ist Quatsch. Ich glaube, es ist Quatsch. Ha 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 ha.